Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Das Thema heute ist, uns so zu lieben, so bedingungslos zu lieben, wie wir sind. Eigentlich werden wir alle reich an Liebe im Inneren geboren. Eigentlich werden wir alle als unschuldige Kinder geboren, die gern spielen und sich freuen und lachen möchten. Wir müssen vielleicht wieder dorthin zurückkommen. Bleib bei dir, bleib dir selbst treu. Auf jeden Fall bist du reich an Erfahrungen. Und das Wichtigste ist, reich an Liebe zu sein. Und das kannst du sofort trainieren, zumindest sofort beginnen. Diese Selbstliebe, diese Selbstachtung. Du bist wertvoll, so wie du jetzt schon bist. Im Inneren auf jeden Fall. Reich sind wir alle, reich im Inneren. Werden wir alle als unschuldige Kinder geboren, die gern spielen und sich freuen und lachen möchten. Wir müssen vielleicht wieder dorthin zurückkommen. Das Leben verhärtet uns durch Verletzungen. Das Wichtigste ist deswegen, diese Selbstachtung wieder zu bekommen. Der Selbstwert ist eigentlich das Wichtigste. Mit gesundem Selbstwert kann dir niemand etwas anhaben. Und auch du hast Fähigkeiten, spezielle Fähigkeiten hast du auf jeden Fall. Was fehlt dir? Fehlt dir Liebe von anderen oder Liebe mit Leistung verknüpft? Sind viele ungeweinte Tränen aus der Kindheit, in denen du dich ungerecht behandelt gefühlt hast, die ganze Welt ungerecht war und dieses Innere von dir, was damals verletzt worden ist, ist natürlich noch in dir. Fehlt dir vielleicht Liebe? Und die Frage ist, wen willst du beeindrucken? Dich selber oder andere? Willst du Anerkennung, indem du andere beeindruckst? Kannst du überhaupt jemanden beeindrucken? Wenn dir Anerkennung fehlt, dann versuche sie zuerst dir selber zu geben, die Anerkennung. Selbstwert aufbauen. Deine Basis. Selbstwert. Ich bin, so wie ich bin, schon etwas wert. Ich hoffe, du bist gesund und du bleibst gesund. Ich wünsche dir alles Gute dafür. Und wie gesagt, sei dir selbst etwas wert. Du bist wertvoll. Halte zu dir und werte dich nicht ab. Und ich wünsche dir alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Wie immer der Hinweis, ich bin kein Arzt oder Therapeut. Ich gebe hier nur meine Erfahrungen wieder und ich kann dir nicht garantieren, dass sie dir helfen, gesünder zu werden oder gesund zu bleiben und auch nichts versprechen. Weitere Informationen über mich kannst du gerne auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Ich habe jahrelange Erfahrungen sammeln können und vielleicht ist das für dich hilfreich. Wenn du Fragen oder Probleme hast, kannst du dich auch gern an mich wenden. Du kannst auch gern meine Bücher dazu lesen. Ich werde sicher auch noch weitere Podcast-Folgen machen und vielleicht ist das für dich hilfreich. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich. Und bis zum nächsten Mal.